eigentlich genau gemacht? Also hier kommen Fahrerinnen und Fahrer am Morgen her, die sich anmelden, wir kontrollieren den Ausweis kontrollieren und geben ihnen die Startnummer oder den Transponder ab für die Zeitmessung. Wir schauen das Auto an, also mal den Gurt sicher, vor im Motorraum, zum Beispiel, dass die Batterie fest ist, Abschlepphaken, dass die da sind, dass wenn man bleibt stehen, dass man das Auto dann auch schnell bergen kann. Sicher geil. Schade, dass man in ein anderes Land muss, aber schön, dass man die Möglichkeit hat. Und, ja. Freude ist einfach das Wichtigste, das habe ich. Ja. Ich finde das super, ich finde eine super Sache, was das Team sagt, dass er hier aufzieht. Und darum probiere ich gerne dabei zu sein und halt auch als Gönner sich ein bisschen zu unterstützen. Und ich bin immer froh, wenn es so etwas gibt. Das Fakt, da kannst du nicht mehr machen, wenn du das darfst auf einer Schweizer Strasse. Und das ist auch wichtig, das gibt dir auch ein bisschen Sicherheit im Strassenverkehr allgemein. Wenn man ein Auto hat, das auch ein bisschen eine Leistung hat, für mit dem schauen, was man mit dem Auto machen kann und auch ein bisschen eben über 120 Stundenkilometer zu fahren, muss man halt den Sommer noch fahren. Also ich bin jetzt hier der Platzhirsch in diesem Sinn, sagen wir mal. Und, ich muss jetzt einfach koordinieren zwischen der Rennstrecke, den Funktionären und zwischen meinen Fahrern bin ich das Bindeglied. Wir sind hier in Frankreich, nicht jeder kann Französisch, also bin ich auch als Übersetzer noch tätig von dem. Ist die Vorfreude eigentlich immer so? Ja, die ist riesig, ja. Der Frühling kommt, für das erste Mal nach richtig können zu fahren, die Autos einzuwägen, macht richtig Spass, ja. Ich muss die Strecke lernen kennen. Wir haben jetzt eine andere Strecke, fahren wir jetzt diesmal. Wir haben eine Schikane drin, die wir normalerweise nicht fahren. Dass sie nicht die alten Zeiten von letztem Jahr, oder seit 5 Jahren fahren wir ja, das ist das 6. Mal, wo wir hier fahren, dass sie die Zeiten nicht vergleichen können. Irgendwann hat man satt im Stau stehen, überall immer gerade geblitzt zu werden, wegen einem Kilometer zu schnell. Und wie gesagt, es sind zügige Geräte und es gehört hier hin, es ist schön so. Ich habe das Auto eigentlich auch so ausgesucht, dass ich das Gefühl habe, dass ich das irgendwann mit der Zeit am Limit bewegen kann und nicht irgendetwas anderes. Und es macht Spass und wir sehen auch, dass es jedes Jahr ein bisschen besser und ein bisschen zügiger geht.
Frankreich haben wir da sehr gute Möglichkeiten mit diversen kleineren Rennstrecken. Und ja, dann können wir das so gut nutzen, um wieder erste Kilometer zu fahren. Das ist ein Pluspunkt, den wir haben bei uns, jetzt bei unseren Trainings. Wir haben immer Zeitnahme dabei. Der Schlüchter, Timing von Kunden macht das. Professionell, super für uns. Und jeder Fahrer sagt zwar, es nimmt ihn nicht Wunder, wie schnell er wirklich gefahren ist, aber es ist meistens auch der Erste, der an der Zeittafel steht und schaut, wie schnell er ist gefahren. Wir sind Pro-Fahrer, also wir schauen zu jedem, jeder ist bei uns gleich, der kann sein, was er will. Und wir sind so familiär, weil der Vater und die Mutter dabei ist, vielleicht auch noch gerade um das, dass wir so familiär sind. Und weil wir jeden gleich behandeln, ist das vielleicht etwas Spezielles bei uns.